Dans chaque boîte de pastilles Gretherz sont réunies les forces de la nature. Et cela depuis 1850, pour un bienfait de grande valeur. Un bienfait pour la gorge et la voix. Gretherz Pastilles. Heute Gretherz Pastillen. Jeden Morgen kocht ein Mitarbeiter die Grundmasse. Und zwar exakt die Menge, welche für die Tagesproduktion benötigt wird. Das Rezept ist über 150 Jahre alt. Die genaue Zubereitung geheim. Die Firma verrät nur die Inhaltsstoffe. Konzentrierter Johannisbeersaft, Bienenwachs und pflanzliche Öle, Glycerin, Zitronensäure, vegetarisches Geliermittel, Zuckerrohrmelasse, Kristallzucker, naturgleiche Aromastoffe, tierische Gelatine. Eine 35-jährige Maschine stanzt die Pastillenform in eine pudrige Mischung aus Mais- und Weizenstärke. Die Grundmasse fließt in die Formen. Jede Pastille wiegt 2 Gramm. Hier lagert Großmutters Wundermittel gegen Halsbeschwerden während 6 Wochen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Trommel überzieht die fertig gereiften Pastillen mit Bienenwachs und Pflanzenölen. Das bringt sie zum Glänzen. Es folgt eine weitere mehrwöchige Reifephase. Die Verpackungsanlage arbeitet vollautomatisch. Exakt 44 Pastillen fallen in die Dose. Deckel zu. Aufkleber drauf. Voilà! Auf ihren Tisch kommen täglich 600.000 Pastillen. Die kultigen Blechdosen gehen von hier in die ganze Welt.